Hallo Leute, mein Name ist Hotzosti und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und wir sind wieder einmal hier in einer rechteckigen Höhle. Natürlich unter unserem Berg, denn hier bauen wir die nächste Farm. Was wir in der Zukunft brauchen werden, ist eine ordentliche Schmelze. Und für die Schmelze brauchen wir eine Quelle, die wir verfeuern können. Wir können Holz nehmen, wir können Kohle nehmen, wir können Holzkohle nehmen, die wir aus Kohle, aus Holz gewinnen. Wir können auch Blaze Rods oder Blaze Powder nehmen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber heute gehen wir in eine andere Richtung. Wir werden das Furnace Array zumindest initial mit Lava befeuern. Und dafür bauen wir heute eine Lava Farm. Ich habe das meiste hier in dieser Box. Was mir noch fehlt, ist einiges an Dripstone. Aber dafür haben wir ja irgendwo in der Gegend vor 2 Folgen eine Farm gebaut. Dripstone beim Wachsen zuzusehen ist eine langwierige Angelegenheit, aber ich denke, ich habe nun all die Ingredienzien, die Items, die Blöcke, die ich brauche für diese Farm. Vielleicht bis auf Scaffolding. Denn wir müssen bis da oben hochkommen. Und ich denke, ich baue mal den ersten Teil und erkläre euch dann, was wir bisher erreicht haben. In vergangenen Minecraft-Updates hat der Cauldron, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, doch einige Änderungen erfahren und ist nun deutlich nützlicher, denn er kann nicht nur Regenwasser sammeln, er ist eine Workstation für einen Villager. Wir können darin Schnee sammeln für Powdered Snow, aber auch Lava. Und genau das ist, was wir hier versuchen oder machen. Denn wir haben hier eine richtig große Fläche an Kesseln und diese sind quasi in einem Rechteck angelegt, so dass die Lava reintropfen kann und dann hier auf dieser Seite, da werden wir stehen und all die Kessel von Hand leeren, während sie von dieser Maschinerie links und rechts und vorne und hinten an uns vorbeigeführt werden. Und wenn ihr jetzt glaubt, coole Idee, Hotzesti, ist nicht von mir, sondern von Il Mango. Und ich habe mir überlegt, gibt 2 Möglichkeiten, wie wir so eine Lava-Farm machen können. Beide natürlich mit den Kesseln. Die einfache Variante ist, wir fahren einfach in einem Minecarten unten rum und leeren die Kessel von Hand. Oder wir haben eine super mechanische Maschine, welche das meiste für uns erledigt, und wir können just nur hier stehen und mit einem Bucket die Kessel leeren, welche dann hier reintropfen. Und von dieser Seite hier werden wir mit neuen Eimern versorgt. Und der Grund, warum dass ich diese Variante gewählt habe, ist,
auch wenn wir mit einem Minecart unten drunter laufen, wir haben immer noch das Problem, dass leere Eimer stacken in unserem Inventar zu 64, aber Lava Buckets, Lava Eimer stacken überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen irgendein System, um dann die Lava-Eimer einzusammeln. Und wenn wir quasi die ganze Zeit in Bewegung sind, müssten wir damit umgehen können, dass wir an jeder Position Lava-Eimer aufsammeln können. Und hier, wenn wir stationär sind und die Kessel an uns vorbeiziehen, dann ist das Einsammeln viel einfacher. Wenn wir hier runtergehen, dann sehen wir, okay, die werden ja von diesen zwei Hoppern dann eingesammelt. Die gehen hier rein und da kommen dann Schalkerboxes rein, welche wir hier befüllen und dann hier in diesen vier Doppelkisten speichern. Und sobald die Kiste voll ist, die Schalkerbox, wird sie hier gebrochen. Und so können wir sicherstellen, dass wir volle Schalkerboxes mit Lava-Eimern hier drin haben, die wir dann zu unserem Furnace Array transportieren können. Und die leeren Eimer, die kommen dann quasi von hier nach unten rauf. Da brauchen wir nicht so viel. Wir haben da oben einen Dropper. Und mit diesen vier Droppern hier, das sind 4 mal 9, sind 36 Stapel Dropper. Und so viel Kessel haben wir gar nicht zum Leeren. Und jeder Eimer, den wir nicht aufnehmen, der fließt automatisch wieder hier rein. Somit fehlt uns eigentlich nur noch der obere Teil, welcher dann die Lava in die Kessel reinbringt. Der aufwendigste Teil, der folgt erst nun, nämlich die Lava hier oben reinzubringen. Unten sind nun überall Dripstone platziert, sodass, wenn wir oben Lava haben, sollte Lava in die Kessel reintropfen. Und für die Lava, da denke ich, gehe ich mal ins Nether, denn da haben wir sicher genug, ohne dass wir allzu weit reisen müssen. Einige Schalkerboxes sind nun gefüllt mit Lava-Eimern, aber ich glaube, ich habe mindestens eine volle Box in die Lava geschmissen. Darum wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Und was wir hier jetzt machen müssen, gefährlich. Darum habe ich auch eine Fire Resistance Potion. Ich glaube, das hält ja 8 Minuten. Das heißt, wir können hier Lava platzieren. Auf jedem Block. Und das wird ein Weilchen dauern. Die Lava oben ist nun platziert und das war eine heiße Sache. Und wie ihr sehen könnt hier im Hintergrund, da sind auch schon einige der Kessel voll mit Lava. Aber es braucht
im Schnitt 90 Minuten, bis alle Kessel gefüllt sind. Das heißt, ich warte hier mal so lang und dann schauen wir, wie wir die Lava aus den Kesseln in die Eimer reinbekommen. Nun sollten eigentlich alle Kessel voll sein und wir können die Farm starten oder mit dem Leeren der Kessel beginnen, indem wir hier auf die Kessel klicken, während sie an uns vorbeiziehen, und irgendwann ist unser Inventar dann voll. Das heißt, die vollen Lava Buckets fallen da raus und landen dann hoffentlich am richtigen Ort. Und wir werden immer mit leeren Buckets versorgt. Und nach ungefähr 1,5 Minuten sind alle Kessel geleert. Und wir haben dann wieder 90 Minuten zu warten, bis sie gefüllt sind. Aber wir sollten auch eine ordentliche Portion an Lava-Eimern gesammelt haben. Und nun die große Frage zum Schluss. Hat es funktioniert? Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, wir haben einige Schalker-Boxes gefüllt mit je 27 Lava-Buckets, Lava-Eimern, und die ist auch fast voll. Und das Ganze scheint zu funktionieren. Was wir noch nicht so viel haben, sind Schalker-Boxes. Aber wir müssen ja nicht die 4 Kisten bis oben hin füllen. Also, das war's mit der Lava Farm. Und nächstes Mal geht's wieder weiter an der Sonne. Jetzt, wo es Winter wird, müssen wir darauf achten, dass wir genügend Sonne bekommen für Vitamin D und so. Also bis dann und tschüss!